Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zu World of Tanks mit dem Testsurfer für die Version 9.17. Wer die sich anschauen möchte, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur offiziellen World of Tanks Seite zum Artikel zum Testsurfer für 9.17. Dort ist alles erklärt, wie ihr euch ihn runterladen könnt. Einloggen könnt ihr euch mit eurem ganz normalen WOT-Account. Wichtig ist, ihr braucht eine Menge Festplattenplatz, denn der Testsurfer nimmt genauso viel Plattenplatz weg wie die normale WOT-Variante. Deswegen musste ich zum Beispiel erstmal ein bisschen was bei mir runterhauen. So viel als Info vorneweg. Auch solltet ihr gerade zu den Wochenendzeiten ein bisschen Geduld mitbringen, denn das Einloggen kann relativ schnell in einer ewigen Warteschlange enden, so wie ich gerade eine Dreiviertelstunde warten musste. Aber egal. Ich will versuchen, in diesem Video mich mit den schwedischen Jagdpanzern zu beschäftigen. Mal gucken, ob ich alle drei, also Tier 8, Tier 9 und Tier 10, eine halbwegs brauchbare Runde hinbekomme. Was ist so besonders an den schwedischen Jagdpanzern? Nun, sie haben gerade in den höheren Tiers ein sehr, sehr flaches Profil, was im Grunde ein Autobounce ist. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gegen den hier gekämpft und brauchst du gar nicht drauf schießen. Denn wenn der so zu euch steht, ihr kommt nirgendwo durch. Keine Chance, also vergesst es. Gegen Heat und HE hier vorne, dieses Gitter hilft da auch noch ganz gut. Man kann versuchen unten, man kann mit HE auf die Kette schießen, das kriegt man hin, habe ich schon geschafft. Aber hier oben drauf braucht man mit Heat gar nicht zu versuchen. Ansonsten besitzen die drei Fahrzeuge, alle drei, eine sehr herausragende Kanone. Der 8er zum Beispiel, wir gucken uns mal die Kanone an, 288 Pen und 390 Alpha mit 0,35 Genauigkeit und das auf Tier 8 ist schon ziemlich gut. Die Aimzeit, das muss man jetzt differenziert betrachten. Die Aimzeit, die hier angegeben ist, ist für den Travel Mode. Und jetzt werden einige sagen, hä, Travel Mode? Ja, die schwedischen Jagdpanzer besitzen ab Stufe 8 und dann auch der 9er und der Tier 10er zwei verschiedene Modi. Einmal einen Travel Mode, also ich sag mal einen Reisemodus, einen Fahrmodus. Und dann haben die Panzer auch noch einen Siege-Modus, das ist quasi der Feuermodus. In diesem Feuermodus ist die Nachladezeit und auch die Aimzeit deutlich besser als im Travel Mode. Es ist also wirklich wichtig, dass man sich eine gute Position sucht und dort dann in den Siege-Mode geht und da drinnen auch eine Weile bleibt. Der Vorteil des Siege-Modes ist nicht nur bessere Nachlade- und Aimzeit, auch das Tarnnetz und das Schernfernrohr werden davon, also wenn das einmal aktiviert ist, verliert man diese Aktivierung nicht, wenn man sich im Siege-Modus bewegt. Allerdings muss man wissen, dass in diesem Modi das Fahrzeug im Prinzip sehr, 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 sehr langsam ist. Also ich weiß nicht, vielleicht 3-4 Stundenkilometer vor und zurück. Es dreht auch nicht mehr ganz so gut. Drehen ist aber immer noch ganz machbar. Aber mal eben zurückziehen ist in diesem Modus nicht möglich. Ansonsten ist dieser Siege-Modus auch noch, dass man im Prinzip das Fahrzeug nach vorne kippen kann. Das heißt, es bockt hier hinten irgendwie auf. Das kann ich euch nachher im Gefecht zeigen. Und man kann sehr weit nach unten schießen. Allerdings habe ich noch nicht genau rausgefunden, wie man das mit einer Tastensteuerung bedient. Weil im Moment mache ich das immer, indem ich im Prinzip ganz weit nach unten gucke oder ganz weit nach oben gucke. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Das letzte Fahrzeug, was ich mir gerne anschauen möchte, ist der Revaloris. Denn dieses Fahrzeug hat mit oder soll mit 9.17 einige Buffs bekommen, die wirklich krass sind. Also mehr Genauigkeit grundsätzlich, 0,36 war es vorher, jetzt sind es glaube ich 0,35. Bessere Genauigkeit aus der Fahrt- und Turmdrehung, soweit ich weiß. Die Einzielzeit wird deutlich besser. Die Gun Depression wird auf minus 10 Grad erhöht. Das Fahrzeug bekommt mehr PS. Und der Motor soll von Diesel auf Benzin umgestellt werden. Wenn mich meine Kenntnisse dazu nicht ganz irren,
Sollte das also bedeuten, dass das Fahrzeug eine höhere Brandwahrscheinlichkeit bekommt? Ich weiß nicht, ob das in World of Tanks wirklich ausschlaggebend ist, mit was das mit, wo, oder womit die Fahrzeuge unterwegs sind, ob Diesel oder Benzin. Wenn das jemand weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Alle anderen Buffs, Nerfs oder Veränderungen findet ihr auch nochmal in einem Link von der World of Tanks-Seite, die ich mit in die Videobeschreibung packe, damit ihr jetzt nicht denkt, das sind die einzigen Veränderungen, die mit der neuen Version kommen. Ansonsten habe ich jetzt auch, das Video könnte etwas länger dauern, je nachdem, wie viele Fahrzeuge ich hier eine Runde schaffe, habe ich euch zu den einzelnen Timestamps unten die Links reingepackt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt nur ein Gefecht von einem der Fahrzeuge ansehen wollt, was ich jetzt in dem Video reinpacke, dann braucht ihr unten in der Videobeschreibung nur auf den Link klicken und springt automatisch an die Stelle im Video, wo ihr dann das Gefecht seht. In dem Sinne würde ich mal sagen, starten wir mal mit dem Tier 8 Schweden. Mit dem bin ich jetzt schon die meisten Gefechte gefahren. Schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Und natürlich passiert genau das, was einem auf dem Testserver im Grunde permanent passiert. Denn viele testen ja die Tier 10 Panzer, die sie gerne mal haben möchten. Und ja, was ist passiert? Wir sind der einzige Panzer im ganzen Gefecht, der kein Tier 10 Panzer ist. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt schon viele Gefechte erlebt, auf dem Testserver, die so verlaufen. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Naja, gut, gucken wir mal, was wir machen können. 288 Pen haben wir ja. Und ja, wir sind im Travel-Modus. Und da sehen wir jetzt gleich mal das Fahrzeug sehr mobil. Es dreht nicht ganz so gut, aber ansonsten, es fährt sehr schnell, auch berghoch. Es hat eine gute PS zu Gewichtsratio. Und hier sehen wir jetzt den, habe ich jetzt den Siege-Modus mit X eingeschaltet. Und wir können jetzt quasi das Fahrzeug hier so aufbocken, dass wir über diese kleine Anhöhe drüber schießen können. Und wir sehen auch, wenn wir uns drehen, dann verlieren wir den Tarnwert und auch das Scherenfernrohr nicht. Das ist ziemlich cool. Allerdings bekommen wir hier halt noch keinerlei Ziele. So, da drüben ist irgendwo ein Kranwagen, auf den können wir nicht wirken. Drehen geht, wie gesagt, noch halbwegs gut, aber wenn wir anfangen hier zu fahren, ihr seht es schon, vier vorwärts und vier vorwärts. Das kann man ziemlich vergessen. Und wenn man jetzt wieder zurückbocken will, dann muss man weit nach oben gucken. Ich weiß nicht, ob es dafür mittlerweile oder ob es dafür eine Tastenkombination gibt. Aber ja, jetzt stehen wir hier auf Live Oaks und haben keine Ziele, so wie es aussieht. Ich wechsle mal wieder in den Farm-Modus. Oh, jetzt geht da was auf. Es gibt's doch nicht. Gut, wir wechseln wieder in den Siege-Modus. Und verschießen erstmal. Oh, der ist gekettet. Da können wir gleich in die Seite vom Turm hämmern. Im Type 5 schwer. Jawohl, mein Freund. Können wir ihn nochmal ketten? Jawohl. Sehr gut. Jetzt dreht er allerdings den Turm. Er geht natürlich auch zu jetzt dabei. Wir hauen da nochmal rein. Die Nachladezeit im Travel-Modus sind ungefähr 10 Sekunden. Im Siege-Modus sind es ungefähr 7. Da der TVP. Ich habe natürlich keinen sechsten Sinn, aber die dürften mich rein theoretisch nicht aufgemacht haben. Wir bocken mal noch ein bisschen weiter auf, um gegebenenfalls auf den TVP schießen zu können. Ich frage mich eh, wie die da aufgegangen sind. Ja, ihr seht schon, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wie das Fahrzeug jetzt hier dasteht. Oh, da haben wir einen EN-100 gespottet. Lustige Geräusche, die das Fahrzeug da jetzt macht. Leider, oh, da ist der Type 5 wieder. Leider kommen wir auf den EN-100 nicht drauf. Aber den Type können wir wieder beschießen. Der kommt da auch jetzt zu mir, so wie es aussieht. So, grundsätzlich sieht das Gefecht jetzt nicht so mega gut aus. Aber wir sehen natürlich, was das Fahrzeug
zu leisten in der Lage ist. Ich fahre mal ein Stück vor. Bekommen wir eventuell mit dem Scherenfernrohr den Type wieder auf. Ihr seht schon, beim Fahren verliert man das Scherenfernrohr. Aber beim Drehen nicht. Ah, Mist. Ich wollte ihm die Kette nochmal ziehen. Jetzt zeigt er uns hier die Seite vom Turm. Aber wir kommen trotzdem nicht durch. Nein. Da geht er raus. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir irgendwie Ziele kriegen. Probleme der TVP eigentlich sein. So, Scherenfernrohr nochmal angehen lassen. Aber wir haben gut gespottet auf den Type 5. Ah, da haben wir doch was. Ah, kommen wir nicht durch? Komm schon. Ja, die Unterwanne geht immer. Wir drücken mal den Mutti-Button. Ah, von da drüben jetzt. Wo hat der denn da auf uns geschossen? Okay. Ja, und da ist der TVP. Gut. 1600 Schaden haben wir gemacht. Wir haben ganz gut gespottet. Leider hat sich unser Team, was soll ich sagen, ziemlich aufrauchen lassen. Gerade hier sehen wir die ganzen Leichen. Ja, wie sie alle da über die Kante wollten und einfach nur zusammengeschossen wurden. So, Leopard 1 gegen den Kranwagen. Das ist der Tier 10er. Autoloder, schwerer Panzer der Schweden. Der eine verdammt gute Frontpanzerung hat. Der hat nämlich über 200 mm, glaube ich. Und der hat einen mega Winkel, wie wir da sehen. Also da hat man auch so seine Schwierigkeiten, den Frontal zu penetrieren. So, Kranwagen gegen Kranwagen. Das wird für den von uns nicht gut ausgehen. Lol. Bounce. Ja, und da geht er raus bestimmt. Eins. Ach, den Turm kaputt auch noch. Gut, was ist übrig geblieben? Ein Objekt 140, was sich ersäuft. Super. Ja, russischer Spieler. Ich will ja hier irgendwie keine Vorurteile befeuern, aber ich weiß nicht. Sehr sportlich ist das auf jeden Fall nicht gewesen. Wir haben aber auf jeden Fall sehr gut gesehen, was das Fahrzeug kann. Wir haben 1900 Schaden gemacht, sind mit den Erfahrungspunkten, lol, sogar auf Platz 1 mit 437. 2100 haben wir noch gespottet. Premium-Account? Habe ich jetzt eigentlich gar nicht hier aktiviert. Gestern hatte ich keinen Premium-Account. Irgendwie komisch. Ist auch im Grunde egal. Wir gucken mal direkt zum 9er. Den muss ich gleich noch ausstatten. Wir gucken uns mal die Kanone an. Ich glaube, voll ausgebaut habe ich ihn schon. Genau. Die Kanone ist noch mal ein Ticken besser als die vom 8er. 308 mm Penetrationsleistung. Schießt APCR und APCR Premium. Also da hat man kein Heat-Problem. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. 350 mit der Premium APCR. Das ist echt unglaublich. Und das auf Tier 9. Auch hier 390 Alpha. Die Genauigkeit ist deutlich schlechter mit 0,4. Die Aimzeit bleibt gleich. Nur wie gesagt, das ist, glaube ich, die Aimzeit für den Travel-Modus. Und im Siege-Modus ist das wieder deutlich besser. Ich rüste das Fahrzeug mal aus. Auf jeden Fall ein Gunrammer. Also den Ansetzer. Ich nehme auch wieder den Schere mit. Und als zweites dann würde ich mal sagen, wir machen mal eine Lüftung. Die verbessert ja auch die Zielzeit und alle anderen Fähigkeiten. Deswegen nehme ich mal die mit anstatt des Waffenrichtantriebs. Und dann hier noch ganz schnell die Module. Natürlich auf dem Testserver können wir einfach alles Premium mitnehmen. Da ist das egal. So. So. Natürlich ein bisschen Premium muss schon sein, auch wenn wir es höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Und dann gehen wir mal ins halt. Tarnung natürlich auch noch. Ich bin bestens vorbereitet hier. Kostet ja auf dem Testserver nichts, deswegen kann man es ruhig draufpacken. Jawohl.
Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal mit dem Tier 9er, dem STRV 103-0 ins Gefecht. Wir sind auf Redshire und wir haben diesmal sogar Glück, denn wir sind Top-Tier. Wir haben keine eklige Tier 10-Runde erwischt. Das finde ich natürlich gut. Und dann schauen wir doch mal, wo wir uns mit dem Fahrzeug hier hin verkriechen können. Ah, man merkt schon, er ist... Ach, na komm, Ruh, dann fahr doch mal. Er ist ein bisschen behäbiger. Er beschleunigt nicht ganz so gut. Die Nachladezeit ist jetzt im Travel-Modus schon mal deutlich niedriger als im... Als beim 8er, da war die ja irgendwas mit 10 Sekunden. Hier sind es 8,69. Das heißt, für mich im Siege-Modus wird es da auch nochmal deutlich besser werden. So, wir verstecken uns mal hier hinter dem Leo und gehen jetzt mal in den Siege-Modus. Und bocken auch die Kiste wieder auf. Und dann gucken wir mal. Den haben wir getroffen. Danke, dass ihr hier so wunderbar... Oh ja, hier sehen wir schon, im Siege-Modus zu fahren ist echt eine Herausforderung. Auf den kommen wir nicht, so ein Mist. Komm schon, weiter runter die Kanone. Nee, wir sind schon voll aufgebockt. Bringt so nichts. Ja, man muss wirklich überlegen, wann man den Travel-Modus und wann den Siege-Modus benutzt. Hallo, T50. Ja, für dich reichen auf jeden Fall die Pens. Die Pen wir da locker aus. Ah, der war da unten. So ein Mist. Wir sind jetzt bestimmt offen. Können wir auf den wirken? Jawohl. Ich finde das Aiming gerade noch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Wo ist denn der? Da ist er. Und tschüss. Da ist der Leo. Quatsch, der T50 natürlich. Ja, und die Nachladezeit auf dem 9er ist deutlich geiler als auf dem 8er. Und da können wir den auch einfach mal rausnehmen. Und uns jetzt... Ich weiß gar nicht, ob wir uns nach links oder nach rechts orientieren. Ich glaube erstmal auf den T49 da unten. Jawohl! Und jetzt wieder nach da drüben. Also das Aiming, ja. Oh, da ist ein Borsig. Macht uns den Fahrer kaputt. Das Aiming ist schwierig, muss ich sagen. Es ist sehr ungewöhnlich. Okay, die Heavyline ist gefallen. Wir müssen uns jetzt mal irgendwie umorientieren hier. Der ST1, kann der da noch irgendwas machen? Wir wechseln jetzt mal hier an den Siege-Mode. Ah, weiter kommen wir nicht runter. Wir sagen ihm mal... fall back... dass wir da wirken können. Weil ich vermute mal, dass die hier gleich rumdrücken werden. Und der Borsig steht da auch ganz gut da. Ja, genau, da ist der Jagdtiger. Ah, da verschießen wir auf den E50. Das war natürlich nicht gut. Der Borsig verschießt auch. Da können wir den E50 ketten. Sehr schön. Er repariert allerdings. So, Jagdtiger. LOL. Dafür reicht die Pen auch aus. Und den Jagdtiger einfach mal angewinkelt frontal oben auf den Aufbau durchzuhämmern. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ah, jetzt haben wir die Gunmantel, glaube ich, getroffen. So, E50. Da bist du raus. Wir gucken mal, dass wir auf den Borsig da hinten drauf kommen.
Ja, den werden wir nochmal getroffen haben. Allerdings müsste er jetzt nochmal aufgehen. Der Uhu scheint zurückgefahren zu sein. Da ist der Borsig. Ah, ich glaube, auf den kommen wir nicht nochmal. Doch, kommen wir. Sehr schön. Aber ich glaube jetzt, ja, das wird es gewesen sein. Wir wechseln mal wieder in den Travel-Mode und versuchen vielleicht auf den Uhu noch irgendwas abzuholen. Ach, guck mal da. Wow, wow, wow. Hoch, Kanone hoch, Kanone hoch. Nein, wo ging denn der Schuss hin? Ah, so ein Mist. Aber die Nachladezeit ist wirklich angenehm, muss ich sagen. Gerade im Siege-Modus gefällt mir das richtig gut. Sehr nice. Und da geht der Oho raus. Und da drüben ist der LTDB. Kommen wir da auf den drauf? Siege-Modus wieder aktiviert? Nope. Ist der AFK oder steht der einfach nur da irgendwo hinter einem Busch rum? Also der Neuner hat mir jetzt zugegebenermaßen einen Ticken besser gefallen, kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass wir Top-Tier waren. Das Aiming ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das dann auf dem echten Server noch ein bisschen anders ist. Es fühlt sich alles ein bisschen schwammig an. Ich kann das nicht so richtig beschreiben, warum das so ist, wie als ob alles ein bisschen verzögert wäre. Allerdings habe ich das jetzt nur so auf dem Testserver gehabt. Das war jetzt eine zweite Klasse. Wirkungsfeuer, Master Gunner, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, und den Schläger. Tanker Sniper gab es dazu und ein Großkaliber. Wir haben 4300 Schaden gemacht, 3 Kills, 953 Erfahrungspunkte. Ja, wir haben halt den Schaden für uns nicht selber gespottet. 96 Schaden haben wir ermöglicht, 24.000 Credits und 2800 XP. Ja, das war der Tier 9er. Kommen wir zum Tier 10 Jagdpanzer der Schweden. Wenn wir uns mal kurz das angucken. Der 9er hat 50 Topspeed, 45 rückwärts und hat eine Drehgeschwindigkeit von 42,6 Grad pro Sekunde und ein Leistungsgewicht von 16 PS pro Tonne. Und wir gucken kurz, ich glaube, ausgeforscht ist der jetzt hier auf jeden Fall. Ja, das ist beim 10er ja eh meistens so. Der hat ein bisschen besseres Leistungsgewicht, dreht langsamer und hat aber ansonsten die gleichen Werte. Das heißt, er beschleunigt einen Ticken besser, aber er dreht sich noch behäbiger. Ansonsten, wir gucken uns mal die Kanone an. Es ist im Krieg. Es ist die gleiche? Ja, es ist die gleiche Kanone wie auf dem 8er, wie auf dem 9er, Entschuldigung. Allerdings schießt sie auf dem 10er nochmal einen Ticken schneller. 308 Pen, 390 Alpha, 350 mit Premium APCR. Ich habe jetzt hier wieder einen Ansetzer, ein Scherenfernrohr, eine Lüftung eingebaut. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal ins Gefecht mit dem Fahrzeug. Arctic Region auf Tier 10 mit 13er-Artis auf jeder Seite. Hui, 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 hui. Die Position auf J6, J7, die für diesen Panzer wirklich sehr, sehr gut wäre, ist natürlich damit nicht nutzbar. Ich versuch's jetzt mal auf dem Deppenhügel. Das Problem ist halt, wenn man da aufgeht. Und das geht man höchstwahrscheinlich. Dann ist das auch mit Artis in dem Fall echt bescheuert. Zumindest alle anderen Fahrzeuge dürften da einen Autobounce produzieren. Wir gehen in den Siege-Mode. Siege-Mode aktivieren mit X. Und da haben wir schon mal einen TVP. Oh, den haben wir gekettet, mein Freund. Nochmal gekettet. Da hat die Arti bei uns eingeschlagen. Und dann nehmen wir ihn raus und vor allen Dingen aus dem Siege-Mode raus und ganz schnell zurück hier. Genau, wir waren nämlich offen. Hui! Ja, der Vorteil der Schweden ist, die fahren halt auch im Travel-Modus rückwärts extrem schnell. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich gut. Unser Team drückt da sehr aggressiv über die Heavy Lane. Was macht unser 30B?
Ich weiß es nicht. Und die Badge schießt ihn an. So, da ist eine gegnerische Badge. Ah, da verschießt man. Die fährt da runter. Boah, da bleibt man am Stein hängen. Okay. 50B kommt bei uns durch. Hallo, Grille. Grille bounced. Boah, Badget. Das ist mit dem Aiming, was ich gerade meinte. Das ist irgendwie komisch. So, höchstwahrscheinlich wird die Arti gleich hier einschlagen. Nö, die Grille penetriert uns. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade wo. Ah ja, in der Unterwanne. Da können wir der Badget noch eine mitgeben. Und da geht die Grille raus. Sehr gut. Also ihr seht schon, die Genauigkeit auf im Siege-Modus ist wirklich gut. Da ist noch eine Grille. Oh, die können wir auch noch treffen. Ja, und dann nimmt uns die Badget raus. 2300 Schaden haben wir gemacht. 2,6 gebounced, 2,4 ermöglicht. Das war jetzt eine relativ kurze Runde. Wir standen halt hier auch sehr offen. Wir hätten vielleicht irgendwie dort nach links fahren müssen. Das wäre die deutlich bessere Position gewesen. Ich glaube aber, dass wir trotzdem ganz gut dem Team Zeit verschafft haben. Und das, ihr habt gesehen, wo das Fahrzeug verwundbar ist. Es ist die untere Wanne. Das können wir uns auch gleich nochmal in der Garage anschauen. Das verwundert mich tatsächlich überhaupt nicht, dass die untere Wanne, obwohl sie da so einen Winkel hat, penetrierbar ist. Aber ich glaube, wenn man die untere Wanne versteckt, dann hat man wirklich ganz gute Chancen, dass mit dem Fahrzeug wirklich ein Auto-Bounce nach dem anderen passiert. Und wir haben ja auch einiges an Schaden gebounced. So ist es ja nun auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns, oder wir sehen uns gleich in der Garage wieder, denn die Runde könnte durchaus noch eine Weile hier gehen und dann gucken wir uns nochmal die untere Wanne des 10er TDs an und dann am Ende auch noch den Revaloris mit seinen Buffs, den er mit 9.17 bekommen soll. Wir sehen, das war eine dritte Klasse. Wir haben noch den Speer bekommen und Wirkungsfeuer. Das war also eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Runde, auch wenn wir gefühlt relativ schnell aus dem Gefecht raus waren. Wir haben auf alle Panzer, auf die wir geschossen haben, auch Spotting Damage bekommen. Auf die Grille 1000, auf die andere Grille, oh, nochmal 1000, auf dem TVP 900 und auf die Badget 450. Meine Fresse. Wir haben der Grille die Ketten kaputt gemacht, dem TVP die Ketten und den Fahrer. Und der Badget auch nochmal die Ketten angeschossen. Das war eigentlich richtig gut. Guckt mal, obwohl wir in Anführungsstrichen für den 10er Panzer nur 2400 Schaden gemacht haben, sind wir trotzdem auf Platz 2 mit 784 Basiserfahrungspunkten, 3000 gespottet. Das ist ziemlich gut, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, wir sehen auch in Ansätzen, was das Fahrzeug von der Panzerung wert ist. 2650 Schadenspunkte haben wir gebounced. Damit sind das 18.000 Credits und 2352 in dem Tagessieg. So, die Unterwanne, wir gucken mal. Die Unterwanne ist ja eigentlich hier. Das hier vorne ist im Prinzip nur so ein, naja, Schutz, beziehungsweise das sieht aus wie so von einem Baufahrzeug, wie man Dreck wegschieben kann, so eine Schaufel. Das kann schon dazu führen, dass hier auch mal was bounced. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das zum 3D-Model dazu gehört oder irgendwie als Spaced Armor angesehen wird. Wenn es als Spaced Armor angesehen wird, kann das natürlich auch gerade für HE und auch für Heat sehr doof sein, genauso wie hier oben dieses Gitter. Ich hätte vielleicht einfach noch ein bisschen weiter aufbocken müssen. Damit hätten wir den Winkel von der Unterwanne nochmal vergrößert, beziehungsweise hier. Und dann wären vielleicht auch ein oder zwei Schüsse nicht durchgekommen. Wir gucken mal kurz auf die Panzerungswerte. Wo sehe ich die denn hier? Hitpoints, genau hier. 40
Millimeter. Das Fahrzeug hat nicht viel. Also wenn man es schafft, an dem Gitter vorbeizukommen mit HE oder zum Beispiel auch ARTI, also ich glaube für ARTI sind diese Fahrzeuge alle sehr anfällig. Wir gucken mal noch auf den 9er, der hat auch bloß 40 mm. Und, oh Gottchen, guckt euch mal den 8er an, der hat nur 20 mm. Also ARTI und HE auf das Fahrzeug ist wirklich angesagt. Und was ist das denn hier? Ist das Clan-Logo, was da falsch dargestellt wird? Keine Ahnung. Und ich weiß jetzt gerade nicht, gerade auch mit höherkalibrigen Kanonen, es soll ja auch eine Veränderung am Overmatching geben, hat man wohl auch ganz gute Chancen, trotzdem hier durchzukommen, trotz des fiesen Winkels. Aber das wird sich zeigen, wenn dann die Fahrzeuge oder beziehungsweise der Patch auf dem Live-Server ist, was davon wirklich übernommen wurde vom Test-Server. Und was vielleicht doch nicht übernommen wird. Gut, das waren die Schweden-Jagdpanzer ab Tier 8. Jetzt kommt noch der Revaloris. Wie gesagt, der bekommt oder soll ja auch einen ziemlichen Buff bekommen. Eigentlich in allen Varianten, die es so gibt. Und zwar in der Genauigkeit der Kanone grundsätzlich von 0,36 auf 0,35. Aus der Fahrt und aus der Turmdrehung soll der Revaloris genauer werden. Er bekommt eine deutlich bessere Einzielzeit. Die Gun Depression wird auf 10 Grad erhöht. Er bekommt mehr PS. Aber ich bin jetzt schon ein, zwei Runden gefahren. Wirklich mobil wird er trotzdem nicht. Er fühlt sich sehr, sehr will ich nicht sagen, aber er ist etwas behäbig. Es macht einfach, die mehr PS machen eine bessere Beschleunigung aus. Und ja, das war es im Grunde auch schon. Und was auch noch mit in den Patch Notes oder zu den geplanten Buffs für den Revaloris mitzulesen ist in dem Artikel, ist, dass der Motor jetzt statt mit Diesel mit Benzin laufen soll. Und ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung auf die Brennbarkeit hat. Das kann natürlich sein. Wenn ihr da mehr dazu wisst, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten springen wir jetzt einfach mal ins Gefecht mit dem Revaloris. Ja, und hier haben wir das Problem, dass wir als Achter der einzige, wir sind der einzige Achter auf dem Schlachtfeld. Wieder einmal Testsurfer. Ja, so ist es halt. Damit müssen wir leben. Der Revaloris schießt standardmäßig APCR und er hat halt nur, muss man sagen, 200 mm Pen. Das ist natürlich in so einer Runde schwierig. Das sind auch Runden, die hat man so auf dem Live-Server natürlich nicht. Da funktioniert das Matchmaking ein bisschen besser, einfach weil nicht nur alle die Zehnerpanzer ausprobieren wollen. Nun gut. 10,8 der Reload. Das ist für den Medium-Panzer wirklich sehr untypisch. Und ich glaube, den Revaloris darf man auch nicht wie einen klassischen Medium fahren. Da habt ihr keine Freude mit ihm, würde ich mal sagen. Man muss dann doch eher wie eine Art TD das ganze Ding anfassen. Hallo, mein Freund. Ah, Doppelbursche dürften wir nicht aufgegangen sein. Haben wir dem Zehner erstmal ordentlich eine verpasst. Na, da ist er nochmal. Können wir nochmal treffen? Nein, wir können ihn leider nicht rausnehmen. Schade. Aber dank des wunderbaren Doppelbusches dürften wir hier keine Probleme gehabt haben. So, da ist jetzt noch ein Kinderwerfer. Aber auf den kommen wir nicht. Der steht für uns auch komplett hinterm Haus. Und da geht auch schon ein Kranwagen raus. Das ist der Zehner der Schweden. Und auf den kommen wir gar nicht. Keine Chance. Der Kranwagen Zehner Heavy der Schweden, der eine sehr brutale Panzerung hat, ist ein Autoloader. Waren wir vielleicht doch offen? Wir fahren mal lieber noch ein Stück zurück. Keine Ahnung, warum die Arti dorthin schießt oder was das für ein Schuss war. Vielleicht hat sich da auch einfach noch ein Schuss von dem FV verirrt. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen sechsten Sinn. Es ist leider nicht möglich, die ganzen Free XP, die man so hat. Oh Gott, wir haben da niemanden mehr. Oh, ich muss hier weg. Es ist leider im Moment nicht möglich, die Free XP, die man hat, in die Mannschaft zu stecken. So, können wir hier eventuell noch irgendwie auf irgendjemanden wirken? Nope.
Und auch hier finde ich das Aiming irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Veränderung passiert ist. Ist alles so ein bisschen behäbig. So ein bisschen verzögert einfach. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oh, den Leopard, den können wir natürlich penetrieren. Da haben wir keine Probleme. Ah, dem... Also ich habe auch gerade Probleme, einfach ordentlich zu zielen aufgrund dieser ganzen Aiming-Problematik. Oh Gott, da kommt jetzt der Zehner. Komm, Objekt, du bist ein Zehner. Okay, der will natürlich den Zehner raushaben. Da sehen wir natürlich, mit 200 mm haben wir hier echt Problem. Ich lade mal Heat. Ah, der trifft die Arti nochmal, das ist gut. Oh Gott, wir verschießen. Objekt, es wäre schön, wenn du mal kommst. Okay, der verschießt. Objekt. So, ja, super. Ey, dieses Aiming ist gerade sehr, sehr nervig. Dieses verzögerte Rumgemähre. So, das war jetzt Heat. Aber es ist immer noch eine Arti im Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat verschossen. Lol, natürlich. Wir treffen genau sein Gunmantel. Und da hilft uns die Conqueror. Und da hinten ist jetzt eine Maus und ein E100. So, mal gucken, was wir mit der 10 Grad Gun Depression hier anfangen können. Ah, hier reicht sie nicht ganz. Nein! Wir hätten den FV rausnehmen können. Der fährt nochmal zurück, oder? Nein, nicht ganz. Der E100 will zu uns. Ja, das ist natürlich sowas von klar. Wenn die Arti eventuell trifft, dann... Okay, die Arti nimmt erstmal den FV raus. Oh Gott. Hallo. Ja, das ist genau das, was ich mit dem Aiming gerade meinte. Okay, jetzt sind wir tot. Nein! Lol. Das ist so verzögert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ganz komisch. So, IS-4. Ja, wir haben wieder einiges gespottet. 1600 selber gemacht. Das ist jetzt... Es ist okay. Also... Dafür, dass die Mannschaft auch noch nicht so geil ist, ist das völlig in Ordnung. So, gucken wir mal, ob wir den IS-4 noch irgendwo finden. Und eventuell in die Seite schießen können. Da ist er. Den kriegen wir mit einem Schuss nicht raus. Natürlich. Und da macht's die Arti. Wir kriegen nochmal Spotting Damage. Kommen in seiner Seite mit 200 mm Pen nicht durch. Okay. Es ist so trollig. Zwar eine zweite Klasse. Wir haben auch wieder einen Speer bekommen. 1600 Schaden haben wir selber gemacht. Keinen Kill. 1024 Basiserfahrungspunkte, das ist ziemlich gut, würde ich sagen. 42.000 Credits, 1690 XP, 1400 gespottet, 1600 gemacht. Finde ich in Ordnung. Das mit dem Aiming ist noch ein bisschen komisch. Ansonsten
Es ist halt schwierig, einen Tier 8er auf dem Testserver zu testen, weil man halt sehr, sehr oft in diese 10er Runden kommt. Und da ist die Aussage, ob das Fahrzeug jetzt besser geworden ist, ja, so in Klammern zu setzen. Man kann sie eigentlich nicht wirklich treffen, denn wie gesagt, auf dem Live-Server bekommt man halt auch mal Tier 9 oder Top-Tier-Runden und ist nicht halt in 70% der Fällen der einzige Achter oder so auf dem Schlachtfeld. Von daher, na, will ich jetzt, kann ich jetzt dazu keine wirkliche Aussage machen. Was ich komisch finde, ist das Aiming. Das liegt aber, glaube ich, gerade am Server. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Muss ich mal Scheiß fragen, ob der dazu was weiß. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr mir auch gerne mal was in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, ich glaube, der Revaloris wird dadurch doch schon ganz gut. Die Kanone fühlt sich sehr, sehr genau an. Was halt schwierig ist, woran Wargaming nichts verändert hat, ist die Penetration. Die ist mit 200 mm, aber wenn man wirklich auch in einem Tier 10 Gefecht ist, ist es ein bisschen schwierig. Wobei auch das jetzt gerade halt so ein blankes Tier 10 Gefecht, was willst du da machen? Also, ich glaube, er wird mit den Buffs ein ziemlich gutes Fahrzeug werden. Oder was er auch vielleicht schon ist. Was sagt ihr zu den Schweden-TDs? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall die Reihe anfangen. Geplant ist ja auch eigentlich ein Way to Tier 10 gemeinsam mit Mr. Merp. Ich hatte mich damals schon, als die Schweden angekündigt wurden, da wusste man noch nichts über den Siege-Modus etc., eigentlich dafür ausgesprochen, dass ich die TDs nehme. Und ob er dann auch die TDs nimmt, werden wir sehen. Vielleicht nimmt er ja auch die Reihe zum Heavy. Ich weiß es nicht. Seid gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt, wie gesagt, eure Meinungen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.